Ja. Oh, mein Gott, ist das süß. Ja, so was Niedliches. Du bist ja eine richtige kleine Schönheit. Das ist aber ganz der Schumann. Ja, ja, Frau Rabe. Komm, Werner, wir müssen rein. Die Kleine hat Hunger. Ja, dann guten Appetit, Franziska. Für Sie gibt's auch was Gutes. Ich habe Kalbsbraten mit verschiedenen Gemüsen. Und Kuchen habe ich auch gebacken. Das war wieder mal typisch, Frau Rabe. Ganz der Herr Schumann. Na ja, du kennst sie ja. Sie wollten mir eine Freude machen. Dass sie mir keine machen wollte, habe ich bemerkt. Ja? Schau mal. Ach, ja, das ist ein lieber Empfang. Deine Geschwister grüßen dich, auch noch mit H. Das hat sicher der Tom geschrieben. So. Schau mal. Jetzt kommst du raus. Ja. Ja. Wo ist denn du, süßes? Ja. Dominik, Herzlein, so, jetzt guck mal, schau dir alles schön an, das ist die Wiege da und das da hier, das ist dein Zimmer. Hm? Was ist denn? Was ist denn? Gefällt dir das Zimmer nicht? Nein, nicht albern, Werner, du schreit nach der Flasche, ne? Ist ja auch schon 10 Minuten über deine Zeit. Und außerdem, leerer Magen und volle Windeln ist ein bisschen viel, nicht wahr, meine Süße? Ich mach dir was zurecht. Ja, so komm, das schau mal. So. Das andere kann ja inzwischen dein Vater erledigen. Hat er ja gelernt. Ja. Frische Windeln liegen in der Schublade. Ja, das machen wir jetzt ganz fachmännisch, ja, Franziska? Mein liebes Kind, du duftest es. Oh, Achtung. Ja, ja, das machen wir jetzt gleich. Gell, ja. So. Und ich meine, du musst mir schon noch Platz machen, sonst geht das nicht. Ich komme da nicht nach hinten. Ja, ja, ja. Das. Komm schön. So, dann gehen wir hoch. Hi, Tanja. Ob Sie schon da sind mit unserem Baby? Schieb ab. Mann, Kleiner, bist ja richtig Bundesliga verdächtig. Was von dir gewollt? Ihr Glück, Inka. Kinder, beeilt euch, in 10 Minuten gibt's Essen. Wo ist Franziska? Oben im Kinderzimmer. Erkältet? Na, ich huste zum Vergnügen. Ist ja auch kein Wunder. Hier zieht's ja an allen Ecken und Enden. Ah, mein Kocher. Also das gab's in unserem alten Haus. Oh, endlich! Wenn schon die Kuh. Auch nicht mehr die Jüngste, was? Ach, Mutti, Mutti! Leise! Was ist denn? Die Kleine hat sich gerade beruhigt. Dürfen wir gar nicht rein? Doch, aber auf Zehenspitzen. Ich hole schnell Bommel. Die muss Franziska doch auch sehen. Tiere dürfen nicht ins Kinderzimmer. Nein. Auch nicht Lulu? Vorläufig noch nicht. So, jetzt aber schnell. Dann mach schön Platz, Lulu. Komm. Ich komm gleich wieder. Ja, bei Proben sind dich einschlägt. Ein bisschen wenig Haare auf dem Kopf für ein Mädchen. Tom hatte gleich Locken. Ja? Das ist bei Babys ganz verschieden. Du hattest damals auch kaum Haare auf dem Kopf, genau wie Franziska. Und 2 Wochen später... Kann ich sie noch mal schnell fotografieren? Ich meine mit Glatze. Ja, aber ohne Blitzlicht. Franziska sieht ja gar nicht mehr verschrumpelt aus. Nein, die Falten gehen jetzt noch von allein weg. Leider kommen sie später wieder. Naja, und die... Mensch, der Hund. Ja, komm, schnell. Sonst weckt er uns noch Franziska auf. Sie ist traurig, weil sie plötzlich nicht mehr überall rein darf. Arme Lulu. Das Essen ist fertig. Herrn Schumann habe ich schon Bescheid gesagt. Danke, Frau Rabe, wir kommen sofort. Ja. Ach, wie geht's denn unserem Baby? Dem geht's gut. Ach, eine Bitte, Frau Rabe. Solange Sie husten, gehen Sie bitte nicht rein zur Franziska. Hm? Babys sind doch sehr empfindlich. Ich hab selbst 3 Kinder großgezogen. Ja, dann wissen Sie ja Bescheid. Die ist vielleicht empfindlich. Kann ich die Kartoffeln mal haben? Aber höchstens noch eine. Ja, bitte. Na, schmeckt's denn, Herr Schumann? Mhm. Uns auch, nicht wahr, Kinder? Prima. Ist ja fein.
Ich hatte nämlich schon Angst, dass der Braten zu trocken geworden wäre. Wissen Sie, bis man mit dem neuen Herd zurechtkommt, mit den vielen Knöpfen, und dann weiß man auch nie, an welcher Stelle es wirklich heiß ist. Also das finde ich nicht. Ich finde den prima. Da kann man doch alles einstellen. Dieses Herd ist noch moderner. Ach. Tatsächlich? Ach, übrigens, Papi hat angerufen. Er fragt, ob ihr Sonntag kommen wollt. Ich kann nicht. Ich gehe doch zu Philipps Geburtstag. Und ich bin auch eingeladen. Wir sehen uns bei Simone eine ganz tolle Kassette an. Mann, das habe ich ja ganz vergessen, euch zu erzählen. Ich kann mir jetzt ein Mofa kaufen, da ich ja doch nicht mehr reiten darf. Frau Marshall will die andere Hälfte von meinem Dicken haben. Wie viel hast du denn eigentlich dafür bezahlt? Frag nicht. Im geschenkten Gaul, also ich glaube, es reicht für mehrere Mofas das Geld. Prima. Ich will mir übrigens kein neues kaufen, lohnt sich ja nicht. In anderthalb Jahren bekomme ich ja sowieso ein Auto. Also interessant. Wusstest du das? Nö. Das höre ich zum ersten Mal. Du kriegst ein Auto? Wenn ich 18 bin? Na, wer kauft dir das? Ich meine, das ist ja nur eine Frage. Ihr Freund, der spart doch schon. Ach, Quatsch. Er hat doch schon aufgehört zu rauchen. Das tut er doch nur aus gesundheitlichen Gründen. Ach, ich wusste gar nicht, dass er krank ist. Ich wusste nicht einmal, dass du einen Freund hast. Tanja. Ist doch nur ein Kumpel. Du, wir brauchen Frau Marshall nur anzurufen, dann überweist sie uns das Geld. Wozu braucht die denn die andere Hälfte vom Pferd? Sie will jetzt auch anfangen zu reiten. In dem Alter? Die ist doch mindestens schon 40. Ist ja uralt. Darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr mit einem Greis am Tisch sitzt? Ja, nämlich im Juli 50. So alt? Papi ist älter. Oh. Deshalb solltet ihr euch wirklich mal um ihn kümmern. Markus, geh du doch wenigstens hin. Okay. Dann rufe ich nachher gleich an. Frau Horn wollte nämlich wissen, wer von euch kommt. Sie muss ja schließlich irgendwas einkaufen. Was, die ist da? Ach nö, dann bleibe ich doch lieber bei Lulu. Ja, gut, wenn du willst. Was ist denn jetzt los? Musst du weg? 2 Uhr. Franziska ist dran. Wir sind ja gleich fertig. Nein, das dauert zu lang. Franziska muss pünktlich die Flaschbecken. Bleib sitzen, ich mach das schon. Werner, es wird doch alles kalt. Na und? Na und? Das Baby geht vor. Bin gleich wieder da. Ob der jetzt jeden Tag so ein Theater macht? Bestimmt. Die Kleine kann sich freuen. Naja, jetzt ist der ja auch ein richtiger Vater. Jetzt sind wir ganz abgemeldet. Mein Bubelein, mein Kleines, halt du lässt aber dem Papi ganz schön warten. Du. Hat sie immer noch kein Bäuerchen gemacht? Was sie wohl hatte, ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Ich schon. Sie fühlt sich einfach wohl auf deinem Arm. Kann ich sehr gut verstehen. Komm, gib's ihr mir. Ja. So. Na, nicht so grob. Ja. Oh. Da, hörst du es? No. So. Guten Nacht. Komm, Werner, du brauchst auch deinen Schlaf. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Wir haben den Kindern wieder nicht gute Nacht gesagt. Ja, wieso denn? Du warst doch eben bei ihnen. Ja, dann waren sie natürlich nicht mehr wach. Weißt du nicht, wie spät es ist? Ah, schon 10:30. Ja. Dann können wir gerade noch 7 Stunden schlafen. Hoffentlich. Ja, kommst du denn nicht ins Bett? Ja, gleich. Stell nur meinen Wecker. 5:05 genügt. 10:05, ehe die Flasche warm ist. Wie weit bist du denn mit deiner Arbeit? Oh Gott, frag mich nicht. Schaffst du es denn? Nö, muss. Was hältst du denn davon, wenn du morgen mal ein bisschen länger schläfst? Ich kann der Franziska auch allein die Flasche geben. Das schon, aber gerade morgens ist es so schön, wenn sie mich dann anlächelt. Um 10 Uhr lächelt sie dich auch noch an. Ich wollte dich sowieso bitten, ob du sie morgen Vormittag mal versorgst. Ich muss mich wieder selber ums Geschäft kümmern. Mein Umsatz ist total zurückgegangen. Trotz Babyboom? Ja, das ist ja das Merkwürdige. Nachmittags läuft der Laden wie immer, aber vormittags, wenn meine Frau Bergfeld da ist, da verkauft die so gut wie nichts. Moment. Ja, du wirst lachen, aber das beruhigt mich. Es könnte etwas mit dem Kind sein und dann hören wir sie nicht. Na, das wäre das erste Mal bei der kräftigen Stimme deiner Tochter. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schon. Gute Nacht, Liebling. Was ist denn? Ich höre nichts. Sei doch froh. Ja, bitte.
Ich höre gar nicht, überhaupt nichts. Ach, sieh mal nach. Sie schläft ganz fest. Hoffentlich hast du sie jetzt nicht aufgeweckt. War doch ganz leise. Siehst du? Vielleicht hat sie schlecht geträumt. Na, legst dich nicht wieder hin. Ich bin, wie du ruhig sein kannst. Oh. Ja, süßes Bubi. Der Papi ist ja schon da. Na, süß. Ich glaube, jetzt hat sie mich angelächelt. Sie wird dich ausgelacht haben. Och, mein Kleiner. Tja, aber immer, wenn ich sie in den Arm nehme, dann hört sie auf zu weinen. Na, dann legst du mal wieder hin. Ja, natürlich. Glaubst du, ich hätte sie die ganze Nacht im Arm gehalten? So, mein Herzchen, Kindchen, jetzt können wir wieder schön, schön schlafen. Ein schönes, feines Eingemachten geht ja. Mein Bucke. Also, ich weiß nicht, was das Kind hat. Ich schon. Du hast sie verwöhnt. Sie braucht ja bloß ein Tönchen von sich zu geben, schon rennst du hin. Das gefällt dir natürlich. Meinst du? Na ja, sicher. Sobald wir ins Bett gehen, wird sie munter. Hoffentlich gibt sich das mal. Das musst du ihr später ein Nachtlokal einrichten. Ja, also ich kann nicht schlafen, wenn meine Tochter weint. Ich schon. So, und wie machst du das? Für eine Mutter. Eine Vierfache. Ach, guten Tag, Frau Döring. Ach, Frau Schumann, ich gratuliere zum Baby. Hab's gerade eben gehört. Dankeschön. Ui, der Kleine ist aber groß geworden. Na, du, Thomas. Ganz schön gewachsen. Besonders in letzter Zeit. Schade, dass Sie keine Jeans in seiner Größe haben. Was? Das gibt's doch nicht. Kommen Sie doch noch mal mit rein von Ihnen. Ja? Frau Bergfeld. Oh, ich komme. Guten Tag, Frau Schumann, wie geht es Ihnen? Ja, es geht. Haben Sie Frau Döring nicht unsere neuen Jeans gezeigt? Welche neuen Jeans? Sind doch in der vorigen Woche geliefert worden. Ach, die? Nein. Wo habe ich die denn? Da hängen sie doch. Ah, da. Ja, es dürfen die richtig sein, halten Sie mal. So, ja. Die krempelt man noch ein bisschen um, dann kannst du noch im nächsten Jahr tragen, nicht? Die sind aber wirklich hübsch. Und genau die Farbe, die ich wollte. Na gut, dass ich sie noch getroffen habe. Mhm, das finde ich auch. Was meinst du, was Angie hier hinterher erzählt hat? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hat die Bergfeld dazu gesagt? Nichts. Der war nur tödlich beleidigt. Seitdem ist sie im Krankenstand. Ja, das ist ja hübsch. Hat Angie schon eine neue Hilfe? Noch nicht. Also vorerst hat sie mit ihrer Partnerin getauscht. Die ist jetzt vormittags im Geschäft und nachmittags schmeißt Angie den Laden. Geht denn das mit dem Baby? Na ja, sind ja nur 3 Stunden. Und sehe ich hier und da nach oben. Was war denn das? Franziska, ist jetzt wach. Was? Hast du da oben ein Mikrofon? Ja, da brauche ich nicht so oft hinauflaufen, um nachzusehen. Das ist doch. Sag mal, was ist mit den anderen Kindern? Die haben doch Schularbeiten auf. Das ist alles geregelt. Tanja bekommt Nachhilfeunterricht. In Toms Hefte guckt Angie abends hinein. Und na, Markus, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Der hat nur eine 4 im Zeugnis. Was will sie? Hunger. Sie hat jetzt Hunger. Aber jetzt klingelt sie nach dem Essen. Nein, das ist mein Wecker. Franziska muss jetzt die Flasche bekommen. Ich bin gleich wieder da. Kommst du mit? Ah, ich guck mir noch mal deine Entwürfe durch. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe noch einmal Kaffee gemacht. Sie möchten doch sicher auch eine Tasse. Oh ja, gern. Mit Milch und Zucker? Nein, nur schwarz, bitte. Ist das alles, was Sie mir zu bieten haben? Wo sind die Entwürfe für die neue Cremepackung? So, meine Süße. Jetzt bekommst du gleich dein Fläschchen. Du musst die Entwürfe morgen abliefern, sonst komme ich in Teufels Küche. Wie lange werden Sie denn mit den Reitzeichnungen brauchen? Es kommt drauf an, wann Herr Schumann fertig ist. Wenn es sein muss, arbeite ich bis Mitternacht. Das ist sehr lieb. Damit helfen Sie mir sehr. Da
Darf ich Sie dafür morgen zum Essen einladen? Amzu hat ein neues chinesisches Restaurant aufgemacht. Ja, gern. Das heißt, wenn ich bis dahin pünktlich Schluss machen kann. Dafür werde ich jetzt sorgen. Aber jetzt geht's ja erst richtig los. Das Monster zerquetscht erst den großen Polizisten. Was, hast du den Film schon mal gesehen? Schon dreimal. Aber das ist ja gut. Dann könnte ich mir was fragen. Ich sag mal, kannst du dich mal ein bisschen um das Baby kümmern? Würde ich ja gern, aber ich darf ja nicht. Weshalb? Deshalb. Ich muss mich bei Frau Rabe angesteckt haben. Und nun lassen Sie mich nicht mal mehr in die Nähe von Franziska. Ach, so ist das. Mhm. Nur schau. Die ist ja noch halb voll, die Flasche. Hm? No, also. Du, schau mal. Du hast sie schon lange nicht gesehen, was? Die ist schon groß geworden, was? Ja, ist eine richtige junge Dame. Ja, Mann. Ja, schmeckt's denn? Natürlich, wir haben großen Appetit. Hm? Du, Werner, die Tanja sieht sich da einen Videofilm an. Ja, das hört auf, das habe ich ja schon gesagt. Das ist gut, das muss ja nicht sein. Nein, 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 nein. Ewige Krachter hier, die Franziska. Man kann ja gar nicht mehr schlafen, das Kind wird ja ganz nervös. Und Tanja muss sich Kopfhörer anschaffen. Ach, du denkst natürlich nur an das Baby. Ja, und wen sonst? Ja, zum Beispiel auch mal an deine Arbeit. Ja. Gehört? Was denn? Ja, jetzt hat sie ein Bäuerchen gebracht. Brav, brave Franziska. Jetzt legen wir uns da hin. Ja, gell? Und wie wir eingeschlafen sind, geht der Papa an den Zeichentisch. Nee, nee, der Papa geht jetzt gleich an den Zeichentisch. Jetzt mach ich mal auf das Kind auf. Ja, da hör mal, die kennt dich doch kaum. Ja, dann wird sie mich eben kennenlernen. Nicht wahr, meine Süße, hä? Oh, jetzt hat sie mich angelacht. Das täuscht. Wahrscheinlich hat sie Blähungen. Gönnt's mir auch gar nichts. Ist Mutti noch nicht da? Nein, aber sie muss bald kommen. Ach, Markus, was ist denn mit dir los? Nichts, wieso? Ach komm, du hast doch geheult. Ich? Was ist denn passiert? Mein Rad ist weg. Was heißt das weg? Geklaut. Geklaut? Was, das neue, schöne Crossrad? Wo? Vor dem Fahrradladen. Ich war nur ganz kurz drin, höchstens 10 Sekunden. Und als ich rauskam, war es weg. Dann müssen wir sofort zur Polizei gehen. Aber doch jetzt nicht, wir finden es sowieso nicht wieder. Nein. War es wenigstens angeschlossen? Und das auch noch. Nur zahlt die Versicherung nichts. Mann, wie konntest du nur so unvorsichtig sein? Werner, deine Arbeit wartet, komm. Markus, würdest du mir einen großen Gefallen tun? Was denn? Da könntest du heute ausnahmsweise deine Schularbeiten mal hier machen, damit jemand bei Baby ist. Der Werner muss unbedingt noch was tun und ich habe eine Verabredung. Die Franziska stört dich doch nicht. Naja, ist ja auch egal. Okay, na, was ist denn das? Das sind sie mit dem Hochwasser. Ich will sich doch auch eins kaufen. Ich gehe gleich mal runter. Markus. Ja, richtig. Hol schon mal mein Heft. Die lässt mich ja sowieso nicht fahren. Wieso knallt denn das immer? Ach, das ist nur am Anfang so. Wenn der Motor warm ist, gibt sich das. Ach so. Vorzeichen haben. Es ist negativ, wenn beide Zahlen verschiedene Vorzeichen haben. Warum kapiere ich denn das nicht? Du hast gut lachen. Wird dir schon mal vergehen, wenn du in der 8. Klasse bist? Komisch. Anfang mochte ich dich gar nicht. Aber jetzt? Und die Zicke fährt auf ihrem Mofa. Und wegen der Gipfel. Halt's Maul. Hallo Mutti. Tanja, warte mal.
richtig. Sie hat den Vertrag schon dabei. Ich brauche nur noch deine Unterschrift. Und das Geld auch. Wir haben Cash vereinbart. Ist das der Cash? Und das ist übrigens Rita. Ach, guten Tag, Frau Schumann. Rita. Tja, du musst dich jetzt gleich entscheiden. Christian wartet schon. Der ist ganz scharf auf meinen Mofa. Eigentlich hatte ich es ja ihm versprochen. Ach, Alfons, was machst du hier? Was ist denn hier los? Alfons, guck mal hier. Ja. Was? Kein Anblick. Willst du es verkaufen? Ja. Hört sich stark an, was? Ja, oh, das hört sich stark an, ja. Ungefähr so wie mein alter Rasenmäher, kurz bevor ein Geist auf. Na, hören Sie mal, die Maschine wurde gerade erst general überholt. Ah ja, sag mal, hast du die Rechnung mit? Die habe ich weggeworfen. Glauben Sie mir etwa nicht? Ja, okay. Natürlich glaube ich dir, natürlich glaube ich dir. Ich meine, außerdem kann man ja bei der Firma nachfragen. Hm? Ich muss gleich weg. Das ist es ja eben, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wie lange Zeit haben wir denn? Höchstens 5 Minuten. Höchstens 5 Minuten, ja. Das wird reichen. Hm? Da wird Erich hier sein. Welcher Erich? Erich. Du, den kennst du nicht. Das ist ein Freund von mir. Hm? Der wollte sich euer Haus ansehen, da kann er das Mofa gleich mal Probe fahren. Du hast doch sicher nichts dagegen, was? Mein Freund ist Fachmann, du. Der hat eine Mofa-Vertretung. Steig ab. So, mach schon. Aber wo bist du denn hin? Zu Christian. Deine Leute sind mir viel zu misstrauisch. Das mach ich nicht mit. Schau. Rita. Warte doch. Warte. Was ist denn mit ihr? Die hat's mir ein bisschen zu eilig. Ah, jetzt brauchen wir deinen Erich auch nicht mehr. Erich? Achso, Erich. Hast du wieder mit deinem Erich gearbeitet? Ja, du, aber mit Erfolg. Auf Erich warte ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jemand will mich übers Ohr hauen. Und weil die Leute natürlich Angst vorm Fachmann haben, kommt Erich immer an, obwohl er gar nicht ankommt. Und ich bin darauf reingefallen. Ja, die kleine Ema war auch. So, mal, willst du nicht auch einen Blick reinkommen? Nein, deswegen bin ich gar nicht hier. Wir wollten euch einladen, dich und Werner. Was, mich nicht? Nein, dich nicht. Wir wollen in die Oper. Oper, da bringe ich mich keine 10 Pferde hin. Ja, das weiß ich doch. Und weil wir die 10 Pferde nicht enttäuschen wollen, haben wir nur 4 Karten bestellt. Meistersinger, 5. ist Premiere. Das ist doch wieder so eine Altenstein-Inszenierung. Oje, Altenstein. Nein, nicht oje. Du, der lässt die Handlung in Nürnberg spielen. Ja? Und auf der Festwiese lässt er richtiges Gras wachsen. Also seine Fans, die sind schon ganz beunruhigt. Also mich beruhigt das. Ich habe gedacht, wir gehen vorher was essen. Ich bestelle einen Tisch im Majestic. Was hältst du davon? Oh ja, sehr gut. Wir sind zu lange nicht ausgegangen. Ach nee, es geht doch nicht. Wir passen auf Franziska auf. Die Jungs müssen früh ins Bett. Und Tanja, die hat so einen komischen Husten. Hm. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Aber ich hätte einen Babysitter für euch. Martina. Martina? Das ist von Hambach. Ja, wer weiß, ob die Zeit hat. Ja, sicher hat die Zeit. Ja, kann man ihr denn ein Baby anvertrauen? Aber Angie, die hat 3 kleine Brüder mit großgezogen. Woher weißt du das alles? Ja, wir haben uns mal unterhalten. Ich interessiere mich eben für das Umfeld der Menschen, die für mich arbeiten. Tschüss. 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 Wer sonst? Was? Meine Güte, ist ja schon 3:30. Ist aber eine Uhr. Bist du denn wenigstens fertig mit deiner Arbeit? Nein. Gute Nacht. Was willst du denn jetzt machen? Schlafen, wenn du mich lässt. Sag mal, was hast du denn? Ja, ich bin fertig. Mit den Nerven. 4 Kinder, darunter ein Baby. Und die Mutter ist den ganzen Nachmittag nicht zu Hause. Also, das geht in keinem Fall so weiter. Ja. Dass du immer erst 2:30 ins Bett kommst. Und um 6 klingelt schon wieder der Wecker. Morgen Abend schläfst du unten im Zimmer. Nein. Was heißt das? Ja, da kann ich nicht schlafen, weil ich da nicht schlafen kann. Ich habe das ja versucht von 2:30 bis 2:30, aber es geht nicht. So nervös? Nein, so allein. Wofür bin ich überhaupt verheiratet? Schöne Ehefrau bist du. Wie soll ich denn sein? So wie jetzt. Spürbar. Hallo, Markus. Hallo. Ist Werner nicht da? Der hat jetzt eine Besprechung. Ach so, Mist. Mutti ist in ihrem Laden. Mir ist jemand da, wenn wir mal einen brauchen. Danke. Komm, Lulu. Kann ich dir vielleicht helfen? Sie müssen doch auch arbeiten. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Was gibt es denn? Nur Vokabeln. Soll ich dich abhören? Würden Sie das tun? Ja, klar. Gib mal her. Französisch. Hier. Auf der Seite. Da steht's in Deutsch. Sich amüsieren. S'amuser. Die Cousine. Le Cousine. Nee, weiblich. La Cousine. Einladen.
einladen, einladen, Wort einladen, weiß ich nicht. Invité. Ach ja, richtig, invité. Der Hund. Der Hund, Lilulu, ach Quatsch. Der Hund, das habe ich gewusst. Ach, sagen Sie es lieber. Le chien. Ja. Französisch liegt dir wohl nicht sehr, was? Nicht besonders. Fragen Sie doch mal andersrum. Na ja, gut. Was heißt les vacances auf Deutsch? Les was? Les vacances. Das müsstest du eigentlich wissen. Die Ferien. Und wie schreibt man Ferien? F-I-H-R. Hey, ohne H, Markus. Und was heißt souvent? Plötzlich. Nee, das heißt tout à coup. Und souvent heißt oft. Und wie schreibt man oft? O-V-T. Deutsch ist wohl auch nicht deine Stärke, was? Dabei hatte ich da mal eine 2. Woran liegt denn das? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich zu viel abgelenkt. Entweder schreit das Baby oder Tanja. Wenn ich nicht meine Höhle hätte. Was, du hast eine Höhle? Ja, draußen im Wald. Habe ich selbst gebaut. Gleich da vorne, wo es reingeht. Und da sitzt du da ganz allein drin? Nein, ich habe ja noch Lulu. Die passt auf. Und dann kann ich in Ruhe nachdenken. Worüber? Na, so über alles. Worüber freust du dich denn so? Über Tanja. Ach, hat sie ihre Mofa-Prüfung bestanden? Nein, eben nicht. Die ist schon zum zweiten Mal durchgefallen. Ah, da muss ich gleich hin. Na komm, Lulu. Danke übrigens. Komm, bitte, gern geschehen. Ja, Satan, Markus. Hallo. Du bist doch vergnügt. Ja, Tanja ist schon zum zweiten Mal durch die Mofa-Prüfung gefallen. Die beiden lieben sich immer noch nicht, was? Guten Tag, Herr Frank. Guten Tag. Der Chef ist nicht da. Och, das ist aber gut. Da kann ich mich mit Ihnen in aller Ruhe über die Gestaltung Ihrer Freizeit unterhalten. Was machen Sie zum Beispiel übermorgen Abend? Da passe ich auf Franziska auf. Die Schumanns gehen doch in die Oper. Das ist ja fabelhaft. Habe ich ja völlig vergessen. Was? Na, dass Sie weggehen. Dann komme ich übermorgen Abend einfach mal hier vorbei und wundere mich, dass Sie ganz allein sind. Und wenn die Kinder im Bett sind, hüten wir gemeinsam das Baby. Einverstanden? Sind Sie immer so hartnäckig? Na, nein, nein. Das muss wohl an Ihnen liegen. Ich bin einfach gern mit Ihnen zusammen. Kannst du mir mal zumachen? Hm? Guck mal, Werner, das Kleid passt mir wieder. Ja, gratuliere. Sag mal, wie deine Hose sitzt. Werner, du hast schon wieder dein Höchstgewicht. Aber weißt du, wie du jetzt aussiehst? Genauso wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Na und? Damals habe ich dir gefallen, oder? Ja, schon. Aber damals waren wir ja noch nicht verheiratet. Jetzt muss ich auf dich aufpassen, das ist meine Pflicht. Bitte, Liebling, halt dich ein bisschen zurück heute Abend mit der Esserei. Nee, das brauche ich nicht. Ich habe heute Mittag extra nichts gegessen. Ach du meine Güte, ich bin auch früher gegangen. Da waren die Kinder ja ganz allein. Ach, hoffentlich haben sie sich nicht wieder gezankt. Ich habe nichts gehört. Als ich raufging, um Franziska die Flasche zu bringen, da war alles ganz still. Ich nehme eine Antwort. Aber beeil dich, Bill und Alfons müssen längst hier sein. Um 5 wollten sie kommen. Es ist Viertel nach. Wenn sie um 5 da sind, ist das für Billes Verhältnisse immer noch sehr pünktlich. Was hat denn der Hund? Ja? Ich weiß nicht, was sie meint. Lulu! Lulu, nicht! Lulu! Warum ist sie denn so aufgeregt? Das Gefühl, sie muss raus. War denn Markus nicht mit ihr im Wald? Ganz bestimmt. Macht er doch jeden Tag. Ich frag ihn mal. Komisch. Tanja? Ja, Mutti? Ist Markus bei uns? Nein. Ach, guck doch mal nach, ob er unten ist. Brauche ich nicht, der ist nicht da. Ja, weißt du, wo er hingehen wollte? Nein. Der, ich meine, er muss doch irgendwas gesagt haben heute Mittag. Er hat doch gar nicht mit uns gegessen. Was soll denn das heißen? Musst du nach Hause gekommen sein. Die Schule war heute um 2 Uhr aus. Also ich habe ihn nicht gesehen, der ist sicher beim Freund. Nein, also bitte, tu mir den Gefallen und geh du mit dem Hund raus, ja? Mutti, ich habe das ganze Zimmer voll besucht. Wir sehen uns gerade eine Kassette an. Kann denn Tom nicht? Tom sitzt in der Badewanne. Also bitte, jetzt geh und motz nicht rum. Immer ich. Komm, Lulu, komm. Komm, Lulu. Hast du gehört? Ja, vielleicht ist er mir Rolf, der hat er schon öfter gegessen. Was? Hätte er mir doch was gesagt? Der weiß doch, dass ich mir Gedanken mache. Ich ruf gleich mal an. Alfons, gehst du schon mal runter? Ja. Andi? Ja, ja, wir sind da. Du bist ja schon fertig. Zum Glück, wir müssen uns nämlich beeilen. Wo ist denn Bille? Du, die wartet im Taxi. Ich habe einen Wagen zu Hause gelassen, damit wir nachher mal richtig was trinken können. Werner, dein Freund ist doch nicht.
dich. Ach, Alfons, grüß dich. Hey. Es dauert noch ein Weilchen. Oh, das ist richtig aus dem neuen Kleid. Nein. Ich rufe mal bei Philipp an, vielleicht ist er da. Ja. Was passiert? Ja, Markus ist nicht nach Hause gekommen. Was? Ihr holt Wille rein. Schön. Ich bin gleich in den Garten gemacht. Bis zur Straße hat es nicht mehr geschafft. Ja. Ich wollte nur fragen, ob Markus bei Ihnen ist. Nein. Ja, ich dachte nur, weil die beiden ja manchmal zusammen Schularbeiten machen. Wie bitte? Aha. Ach, so ist das. Ja. Ja, ja, vielen Dank, Frau Krüger. Mhm, Ihnen auch. Entschuldigen Sie die Störung. Wiederhören. Können Sie immer dann aufsteigen? Ich nicht. Wir gehen hinauf zu deinem Besuch, ja? Ich auch. Ja, wir haben doch immer geglaubt, Markus hilft Philipp bei den Mathematikaufgaben. Weißt du, was mir Frau Krüger eben erzählt hat? Na? Das ist genau umgekehrt. Philipp hilft Markus. Und der meint, Markus hätte in Mathe eine 5. Ja, das ist doch unmöglich. Was ist los? Markus ist verschwunden. Nein, Billy, wir finden ihn nur im Augenblick nicht. Nee, der wird schon irgendwo sein. Ja, aber Herrgott, noch mal wo? Ich rufe mal bei Gregor an. Ja, mach das. Wir sind immer noch da. Ja, aber sicher können wir gleich gehen. Na, hoffentlich. Der Markus wird sich schon irgendwie dran finden. Hm? Gregor? Ja, hier ist die Mutter. Ja. Sag mal, ist Markus bei dir? Nein. Du sprichst ja so komisch. Ist irgendwas? Wie? Ach, gib mir doch mal deine Mutter. Da stimmt irgendwas nicht. Aha. Ja, guten Tag, Frau Steinberg. Nein, nein, wir sind nur ein bisschen beunruhigt. Wir wissen nicht, wo Markus steckt. Was hat denn der Gregor? Seine Stimme klang so... Der ist doch sonst immer so fröhlich. Ach, du meine Güte. Na, das kann ich mir vorstellen. Nein, wir nicht. Wie kommt er denn darauf? Ja, das ist ja... Ja. Vielen Dank, Frau Steinberg. Mhm. Wiederhören. Nein. Ja, ihr habt ja gehört, da war er auch nicht. Aber... Das soll er sein. Guten Abend. Herr Wolfgang. Die sind ja noch da. Alle. Hallo. Ich bin gerade zufällig vorbeigekommen. Ich kenne immer von Markus, ist nicht nach Hause gekommen. Ja, noch nicht. Ach, eben. Der wird bestimmt einen Freund getroffen haben, ne? Ich glaube, der kommt überhaupt nicht mehr. Angie, so etwas darfst du nicht einmal denken. Du meinst, der Junge hat sich was... Das wage ich gar nicht mal auszusprechen. Ja, bitte, das ist auch besser. Außerdem hat er doch überhaupt keinen Grund. Vielleicht doch. Frau Steinberg hat eben erzählt, sie haben heute einen blauen Brief bekommen von der Schule. Gregors Versetzung ist gefährdet. Und er meint, an uns müsse auch einer unterwegs sein. Das ist doch Unsinn, so wie Markus steht. Aber warum erzählt Gregor sowas? Was kann er sich doch nicht ausdenken? Also ich rufe jetzt Herrn Friedrichs an. Wer ist denn das? Das ist ein Klassenlehrer. Nein, das mache ich. Komm, sag ja. mal die Nummer. Herr Frank? Ja, bitte? Können wir mal schnell fortfahren? Natürlich, wieso? Ich glaube, ich weiß, wo er vielleicht sein könnte. Ja, dann los, los. Wir müssen aber Lulu mitnehmen. Ja, wir suchen mal die Gegend ab, ja? Ja, das ist gut. Lulu. Die tun wenigstens was. So. Guten Abend. Ja, hier spricht Schumann. Könnte ich Herrn Friedrich sprechen? Ja, nein, es ist dringend. Es handelt sich um einen seiner Schüler. Ja, ich warte. Korrigiert gerade. Hier in der Nähe muss es sein. Jetzt muss uns Lulu weiterhelfen. Ja, dann raus. Komm, Lulu. Komm, Lulu. Los. Komm. Du bist nicht in deinem Vergnügen hier. Komm, Lulu. Komm, komm. Wo ist Zeit. Das? Wo glauben Sie, dass das ist? Hier. Komm, los. Was ist... Was sagt er? Tja, stimmt. Leider. Der blaue Brief ist unterwegs. Markus steht in 2 Fächern auf 5. Französisch und Mathematik. Er hat keinen Ausgleich. Deutsch 4, Erdkunde 4, Englisch 4 minus. Wie ist das denn nur möglich? Sein letztes Zeugnis war doch gut. Das versteht Herr Friedrichs auch nicht. Er sagt, er ist zwar seit einem halben Jahr etwa unkonzentriert, aber diesen plötzlichen Leistungsabfall, den begreift er nicht. Markus macht ja nicht mehr mit. Seit wann? Ja, vor 7, 8 Wochen hat das begonnen. Seit Franziska da ist. Du meinst, dass es damit zusammenhängt? Natürlich. Ja, aber davon hätte er doch was merken müssen. Ja, und außerdem geht er doch immer zur Elternsprechstunde. Eben nicht. Die letzten beiden Male war keiner von uns da. Ja, das hat den Friedrichs auch gewundert. Er wollte uns ja anrufen, aber Markus hat gesagt, wir hätten im Augenblick so viel um die Ohren. Na, das stimmt ja auch. Um alles andere habe ich mich gekümmert, nur um Markus nicht. Ja, ich hatte auch nie Zeit für ihn. Aber ich bin seine Mutter. Ich hätte mich um ihn kümmern müssen. Lulu, was? Geht er hier rein? Hey, alles gut, das ist gut. Ja, warte, nicht so schnell! Lassen Sie ihn mal von alleine los, bitte. Ja. Lassen Sie mal los, warum sie hingeht. So, jetzt. So, such! Gehen Sie schnell, schnell, schnell. Da ist sie. Au! Ah!
Ach, der Rock ist hin. Ach, das macht nichts. Den wollte ich sowieso ausrangieren. Lulu! Hier ist sie. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin? Hier ist sie, da drüben. Lulu, wo kommst du denn her? Lulu! Bist du von zu Hause weggelaufen? Ja, Lulu nicht, aber du. Wolfgang, Martina, was macht ihr denn hier? Ja, wir suchen dich. Was treibst du hier? Ach, ich weiß auch nicht. Du denkst wahrscheinlich wieder nach, was? Ich kann mir auch denken, worüber. Ja? Aber muss ich wohl eingeschlafen sein? Spät haben wir es eigentlich. Was, schon? Sind sie schon weg? Mist, was? Ja. Wie ist eigentlich die Stimmung da? Dicke Luft? Ja, jetzt komm, wir wollen nach Hause. Bis deine Mutter sich noch mehr Sorgen macht. Los, komm, gib mir deine Tasche raus, komm. Na komm, Lulu. Na komm, los, Lulu. Raus, komm. Lulu. Setz dich, Markus. Danke, ich stehe lieber. Hast du geweint, Mutti? Das wollte ich nicht. Du hast mir ganz schön Schrecken eingejagt. Uns allen. Naja, reden wir nicht mehr davon. Jetzt bist du ja da. Aber weißt du, was mir am meisten wehgetan hat? Dass du kein Vertrauen mehr zu mir hast. Wenn du was auf dem Herzen hattest, haben wir drüber gesprochen. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass du Schwierigkeiten in der Schule hast? Wann denn? Ich weiß, das wird sich jetzt ändern. Ja, ihr habt doch immer zu tun, beide. Du arbeitest in der Boutique und Werner hier. Oder erst bei Franziska. Ja, aber glaubst du denn, dass wir dich deswegen weniger lieb haben? Und guck mal, Markus, so ein Baby ist doch ein hilfloses kleines Wesen. Das braucht uns. Papi hat nicht so viel Theater um Tom gemacht, als er noch klein war. Erstens war Tom schon unser drittes Kind. Zweitens habe ich damals noch nicht gearbeitet. Und drittens, Papi war ja fast immer außer Haus. Ich meine, im Büro. Das weißt du ja. Aber du warst da. Du hast ja recht. Ich werde jetzt Zeit für dich haben. Das verspreche ich dir. Aber du musst mir auch was versprechen. Es darf keine Heimlichkeiten mehr zwischen uns geben. Du weißt doch immer alles. Ja, denkste. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer deine letzte Mathematikarbeit unterschrieben hat. Ich weiß nicht. Werner weiß auch nicht. Aber einer muss sie ja unterschrieben haben. Tanja weiß doch auch nicht. Die. Gut, dann weiß ich Bescheid. Aber das bleibt unter uns. Danke, Mutti. Aber sowas kommt mir nie wieder vor. Hast du gehört? Nie wieder. Glaubst du denn, dass du es schaffen kannst? Ich meine, dass du versetzt wirst. Vielleicht. Willst du es denn schaffen? Also, ihr wollt alle mithelfen. Hab ich doch gesagt. Ich mach mit dem Englisch. Martina Französisch, ich Deutsch. Dann übernehme ich Erdkunde. Na, und für Mathematik ist Alphonse zuständig. Er hat jedenfalls gesagt, dass er davon was versteht. Ja, habe ich immer eine Eins gehabt. Logisch, denke ich, ist meine Spezialität. So, ist mir aber neu. Hi. Hi. Tanja. Was macht eigentlich dein Husten? Naja, du hörst es ja. Ach ja. Diesbezüglich habe ich mit meinem Freund George gesprochen. Der ist Lungenfacharzt. Ja, die Untersuchung soll natürlich ziemlich schlimm sein, ne? Das ist doch gar nicht nötig. Es geht mir ja schon viel besser. Ah, nicht doch? So was nennt man eine Spontanheit. Du hast jetzt einen Babysitter heute. Ich wusste gar nicht, dass du ein Freund aus der Arzt ist. Hab ich auch nicht. Hm? Der Werner hat doch auch seinen Erich, nicht? Ach so. Ja. Das war jedenfalls eine gute Idee. Nüchtern hätte ich diese alten Sterninszenierung bestimmt nicht überstanden. Ach, Kinder, nehmt's mir bitte nicht übel, aber ich möchte wirklich nicht mit. Ich bin nicht in der Stimmung. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Ach du liebe Zeit, was machen wir denn mit den Karten? Gehen Sie gerne in die Oper? Oh, wahnsinnig gern. Wann fängt die denn an? Um 7 Uhr. Karten liegen an der Kasse. Das schaffen wir. 10 vor an der Kasse. Kommen Sie. Wir ziehen uns schnell um und dann auf Wiedersehen. Tschüss. Ich habe Sie schon erwartet. Guten Tag, Herr Friedrichs. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Also, der Markus,
Das ist ja wirklich erstaunlich. Wem sagen Sie das? Dieses Auf und Ab in seinen Leistungen. Ich habe auch mit meinen Kolleginnen darüber gesprochen. Die sind auch ganz überrascht. Und so wie es jetzt aussieht, Herr Schumann... Ja, wissen Sie, wir fühlen uns natürlich nicht schuldlos. Und wir haben jetzt getan, was wir konnten. Ich weiß. Also wir sind alle der Ansicht, Sie sollten Markus jetzt nicht länger quälen. Lass uns ihn ruhig mal wieder spielen. Aha. Na ja. Ja, gut. So. Ja, wollen Sie nicht wissen, wie er in den einzelnen Fächern steht? Ja, doch. Wenn Sie schon mal da sind. Ja, schon. Da haben wir ihn. Also, Englisch 3 minus, Französisch 4 plus, Deutsch 3 minus, Erdkunde 3. Der wird ja versetzt. Ja, natürlich. Das habe ich doch gesagt. Das also, ist dieses ja Auf und Ab ist wirklich erstaunlich. Also, das ist... Wie steht er denn in Mathematik? Ja, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Die Arbeit wird erst in der nächsten Woche geschrieben. Aber da... Müsste man noch was machen? Ja. Ja, das werde ich meinem Freund mitteilen. Wiedersehen, Herr Schumann. Danke, Friedrich. Dankeschön. Angie? Endlich. Was soll ich dich dann machen? Bloß nicht. Da sehen mich die Mücken und stürzen sich gleich auf mich. Die hat mich an der Stimme erkannt. 1:0 für dich. Prost, mein Liebling. Prost. Auf einen schönen und ruhigen Abend. Mhm. Ui, ja, das kann man gerade noch ertragen. So Tanja sein. Kommt aber früh nach Hause. Aber bleiben wir trotzdem noch ein bisschen sitzen, ne? Ja. Musst du morgen in die Boutique? Nö. Wie hat sich eigentlich diese neue Verkäuferin eingearbeitet? Du, die ist fabelhaft. Verkauft mehr als ich. Das war eine gute Idee von Alfons, sie am Umsatz zu beteiligen. Na, siehst du, so lösen sich alle Probleme. Über Markus brauchen wir uns auch nicht mehr den Kopf zerbrechen. Also können wir wieder ruhig schlafen. Und die Tanja bleibt? Die wird sicher nach oben gegangen sein. Hätte ich ja gehört. Ja. Ich sehe mal von dem Haus nach. Fängt das an. Da hast du dir ganz schön was eingehandelt mit uns.